Hey, willkommen zur 10. Folge von Nintendo Land. Wir waren immer noch stehen geblieben bei dem Pikmin-Abenteuer. Da ist es. Yay. Irgendwas vergessen? Geschenke oder so? Hatte ich das erstmal, glaube ich, alle geöffnet. Ich hoffe, das wurde gespeichert. In der letzten Folge hatten wir, glaube ich, nichts, oder? Nee, denke ich nicht. Wenn, dann haben wir es aufgemacht. Also, gehen wir gleich rein. Nicht so viel Zeit verplempern. Ja, wieder miteinander, natürlich. Ich spiele allein, also ein Spieler. Ich spiele mit mir selbst. Als Olimar. Und natürlich spiele ich auch als mich. Ja. Ah ja, stimmt. Das erste hat man ja alles durch. Stimmt, ja. Okay. Ich wollte mal wissen, wie kriegt man hier den Meister rein? Komm unversehrt in 33. Woran sehe ich dann, dass ich den Meisterrang habe? Ich habe bis jetzt noch in keinem Level den Meisterrang, so wie es aussieht. Ich meine hier, entkommen unversehrt in 210, das erste Level. Also geht's hier schon immer auf Zeit. Boah, natürlich in 1.15. Warum nicht? Schaffen wir doch in 5 Sekunden. Ach Quatsch. Los, die 11 jetzt. Flucht ins Hinterland. Wieder mal im Teletubby-Anzug. Geht's los. Ja, ich schau aufs Gamepad. Los. Gegen die Uhr. Scheiße, nicht schon wieder. Ich hasse gegen die Uhr. Noch 10 Sekunden. Ja, deine Mutter hat noch 10 Sekunden. Ha! Okay. Olimar ist raus. Sag mal, wie war das hier mit Springen? Ach ja, genau. Ja. Nein! Olimar ist raus. Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Ach ja. Oh ja, schon wieder nur noch 10 Sekunden. Oh. Achso, jetzt. Okay, jetzt habe ich's kapiert. Okay, ich dachte, hier muss man springen. Ja, okay. Ja, ich kann ja mal kurz verlieren, ne? Ist ja mal erlaubt. Ich habe das wirklich noch nicht gespielt. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen Fail. Natürlich wird man durch Fehler schlauer. Na los. Noch 10 Sekunden. Schon gut, dass ich gleich am Anfang so viele habe. Ja, jetzt erhalten sie hier alle Items. Noch 30 Sekunden. Ja, komm los. Ich will hier auch gleich alle Münzen. Münzen sind mir sehr wichtig. Na?
Yay, hier sind Uhren drin. Kann mir jemand sagen, wie spät es ist? 0.16 Uhr. Wow. Wir reisen in die Vergangenheit. Aber ich glaube, wir haben schon wieder zu viel Zeit verplempert. Boah, das geht ja mal gar nicht klar hier. Ja, macht jetzt nicht so viel Stress. Ach ja, ich kann hier gar nichts machen. Ja klar, jetzt kommt die große Uhr, ne? Okay, das wär's wie mal wieder gewesen hier. Noch ein neuer Versuch. Ich hoffe, diesmal pack ich's. Naja. Okay. Was? Was habe ich jetzt gemacht? Stempelübersicht. Augen zu. Oberpunktkäfer. Aha. Mein erster Meisterrang. Forscher, Entdecker. Okay. Keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal, mir sind die Münzen komplett egal. Ich renne gleich ganz durch. Wenn ich jetzt doch nicht so viel Zeit habe. Ja, komm, ja. Noch 30 Sekunden. Ja, los, komm. Na? Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall etwas mehr Zeit. Obwohl, so viel ist es auch wieder nicht. Na los, kommt, nehmt das Ding auseinander. Wir müssen hier so schnell wie möglich durch. Keine Zeit für irgendwelche Witze hier. Na los, 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 los! Alter! Schon wieder. Ey, das gibt's doch nicht. Zeit abgelaufen. Wo gibt's denn sowas? Alter! Ich hasse Levels auf Zeit. Gegen die Uhr. Zum dritten Mal. Noch 10 Sekunden. Dies ist ein Assistenzblock. In diesen Blöcken sind Items versteckt, die für das Abenteuer von großem Nutzen sind. Okay. Willst du aber einen Meisterrang erlangen, musst du es ohne Hilfs-Items schaffen. Vergiss es. Noch 30 Sekunden. Hätte man mir das mal früher sagen können, bitte? Alter. Andermal versuche ich es nochmal ohne. Aber jetzt will ich es einfach nur erstmal schaffen, ne?
Ihr habt ja gesehen, das ist so kaum zu schaffen. Da kommt es wirklich auf jede einzelne Sekunde an. Muss man genau alles durchplanen. Ne? Okay. Das wäre die erste Uhr gewesen, also die große Uhr. Das hätte ich dann auch in diesen 10 Sekunden schaffen können. Aber danach wäre es hier schon aus gewesen. Ist ja mal ein uriges Level, ne? Urig, versteht ihr? Ne? Da wäre noch mal eine Uhr gewesen. Und ich bin natürlich so doof und latsch einfach los. Ja komm, fress mich und kack mich aus. Genau. Noch 60 Sekunden. Nein. Ja, deutlich raus. Noch 60 Sekunden. Und das wär's gewesen. Geschafft. Okay, also man merkt schon, es wird richtig schwer. Das kann man vielleicht höchstens bis auf die letzte Sekunde schaffen. Okay, machen wir gleich noch die 12 hinterher. Ich meine ja, das sollte jetzt bestimmt nicht auf Zeit sein, oder? Ja, okay, also wenn wir den Meister haben wollen, den Assistenzblock einfach links liegen lassen. Obwohl, wenn ich jetzt einfach mal so zocken möchte und schaffen möchte, können wir das ruhig mal machen, aber für ein nächstes Mal, vielleicht wenn ich es wirklich auf den Meisterrang abgesehen habe. Naja, ich glaube kaum, dass ich das irgendwann mal schaffen will. Muss ich noch ein bisschen üben. Vielleicht noch eine Münze drin? Oh, das hat jetzt ganz schön gelaggt auf dem Pad. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade auf dem Fernsehen aussah. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas mit der Übertragung zur Wii U war oder ob das jetzt einfach so war. Ah, jetzt wieder den Level. Habe ich schon wieder ganz vergessen, dass es das hier auch gibt. Die Pikmin von Olimar sind stärker geworden. Echt? Die sind stärker geworden? Das blaue Pikmin hat ein Item erhalten. Und da kommt schon der nächste Block. Oh, ein Herz. Ein Herz für Pikmins. Oh, was ist das denn Feines? Schon der Boss oder was? Das Ding sieht ja fast so aus wie das, was man schon im Internet sehen konnte von Pikmin 3. Das ist auch so ähnlich. Oh.
So, nur das Ding hier wird kleiner. Und verliert nicht den Panzer. Au! Da! Ja, ich bin raus. Fein. Macht es kaputt, Leute. Los. Treffer, 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 Treffer. Was? Was ist denn jetzt passiert? Achso, die komischen Pflanzen hier oder was? Hier ist ein Herz. Oh, okay. Na, jetzt baut sich das Teil wieder zusammen. Oh. Das blaue Pikmin ist raus. Ja, schön. Alter. Au. War ja schon fast klar. Aber das Teil ist auch schon bald hin. Ey, das gibt's doch nicht. Ich kann doch hier nicht ausweichen. Aber gerade so, Alter. Bäm. Was ist das? Herz. Na, kommt. Das habt ihr doch gleich. Natürlich bin ich schon wieder raus. Oh, okay. Geschafft. Geschafft. Mann, das war mein Bossfight jetzt. Ja, ganz so einfach darf es ja auch nicht sein, ne? Irgendwo muss ja schon eine gewisse Herausforderung sein. Und wir haben es geschafft. Ab in die Rakete und los. Tja, das waren wieder zwei Level. Was, wie Level 7? Achso. Okay, wir haben 136 Münzen. Ja, nächstes Mal geht's weiter mit Level 13 und 14 und danach Level 15 und 16. Okay, dann würde ich mich mal wieder für diese Folge verabschieden und bis zum nächsten Mal.